während wir hier nur rumstolpern. Oh, oh. Oh, Mist. Das ist der Chauffeur. Moment. Ich habe mir nur gedacht, ich glaube, ich könnte eventuell nochmal versuchen, mit Hoti und Moti zu sprechen. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nämlich vergessen. Ich freue mich natürlich wieder. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Dass ihr hier in der nächsten Folge von Edna und Harvey einschalten habt. Wir brauchen ja Spezialisten für alles Mögliche. Wir können hier komischerweise nur mit niemandem sprechen. Ich kann nur den Fuß vom Bienenmann interagieren, das bringt aber nichts. Sie sagt, wir brauchen einen Plan. So einen richtigen Plan haben wir aber nicht. Hey! Psst! Ah, ich habe. Oh, jetzt haben wir den Fluchplan. Jetzt, ach doch! Hat es mit dem Schlüsselmeister zu sprechen doch etwas gebracht. Sehr gut. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Okay. Ich verkriech mich dann mal wieder. Dann probieren wir jetzt nochmal die... Bis dann. Gabel am Bienenmann. Nee, nicht Harvey. Das wollte sie ja vorher schon machen, aber sie sagt zuerst, wir brauchen einen Plan. Den hätten wir ja jetzt. Schauen wir mal. Was ist? Ach. Da fliegt nur kurz das Ding davon, aber es tut sie nichts. Okay. Vielleicht hilft's. Aber wir sehen, die Reaktion, es löst auf jeden Fall Reaktion aus. Es passiert was. Vielleicht hilft's hier jetzt. Die Sachen hier vielleicht zu vertauschen. Ich weiß nicht, ich gebe mal. Oder Klöße, ich gebe mal dem Bienenmann. Klöße. Tauschen wir da mal ein bisschen durch. So. Tauschen wir mal einfach ein bisschen durch. Hähnchen für Adrian. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Klöße für den Bienenmann. Vielleicht bringt das was. Ja, Sie könnten mir jetzt nur vorstellen, dass es jetzt so über diesen Weg hier klappt. Wenn der Bienenmann etwas hat, was in der Hitze des Gefechts davonfliegt oder was weiß ich, keine Ahnung, oder vielleicht fliegt sie ihn auch in den Hals und bleibt ihm stecken und Panik bricht aus und die Wachen kommen, was weiß denn ich. I don't know tatsächlich. Da hat sie original genau nichts verändert. Hoti und Moti. Absolut gar nichts hat sie hier verändert. Ich kann auch nicht sprechen mit ihm, ne? Nein. Messer? Ja nun, und wie? Es ändert sich halt hier überhaupt nichts, ne? Was hatte der vorher? Ich probier's mal mit Kartoffeln. Bleib mal beim Bienenmann. Das klingt so, als ob da drin gekämpft. Ach so, ja. Da gehe ich. Es will. Ja, ich weiß, du gehst da nicht rein. Wir wollten ja auch hier rein. Das kann. Genau. Knifflig. Aha. Moment. Da ist was passiert. Die Kartoffel ist dem Dingsbums, dem Bumsi-Dings hier ins Auge gesprungen. Probieren wir nochmal. Sieht ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Wenn wir da jetzt weitergehen und machen beim Professor Nock, keine Ahnung, vielleicht 3? Boah, das ist jetzt ein bisschen eine Probiererei, würde ich behaupten. Damit, das könnt ihr. Ach, das ist ja eine spannende Angelegenheit. Ich glaube, wir müssen irgendwie eine Kettenreaktion auslösen. Oder auch nicht. Das ändert auf jeden Fall noch nichts. Kartoffeln. Hat ihm die Klöße, glaube ich, gegeben, ja. Was ist, wenn ich ihm das Hähnchen gebe? Ja, ich weiß. Das könnte der.
Wildes rumprobieren. Ah, jetzt hat er das Hähnchen in der Hand. Schau ihn an. Also es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ah. Essensschlacht. Oh. Oha. Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Jawohl. Oh, Essensschlacht. Geil. Kann ich da jetzt nicht rein? Ich gehe da lieber nicht mehr rein. Oh, schade. Da drin ist jetzt die Hölle los. Ich würde es voll gern sehen. Damit. Ich gehe da lieber da drin. Oh, schade. Okay, also das war. Okay, cool. Cool. Oh, oh. Oh, Mist. Ich suche. So, dann schauen wir mal, ob Hoti und Moti hier sind. Ja, cool. Nice. Das hat dann doch ganz gut geklappt. Aha. So, dann quatschen wir mit denen nochmal. Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Natürlich. Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Jawohl. Cool. Seid ihr bereit? Unser Job ist erledigt. Wir warten jetzt nur noch auf dich. Ich hätte mir jetzt aber irgendwie, wir hatten ja keinen Wagenheber jetzt. Waren die zwei jetzt der Wagenheber? So genau habe ich das gar nicht gesehen. Ich hätte mir da jetzt irgendwie eine lustigere Animation erwartet, aber gut. Dann sprechen wir nochmal mit dem Schlüsselmeister. Da bin ich wieder. Spezialisten wegen Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden. Ja. Das wäre der Alomann. Dann würde ich sagen, wir gehen mal suchen, wo sich der Alomann aktuell aufhält. Nee, stopp mal, warte mal. Ich kann ja da nicht. Warte, ich muss nochmal zum Auto. Ich muss die Wache nochmal ablenken, weil ich komme ja sonst nicht rein. Oh Mann. Ich komme jetzt sonst nicht rein. Genau. Irgendwo. Ich könnte mir vorstellen, der Alomann ist ja unser Man. Wer war das? Ich weiß nicht, mein Freund. I don't know. So, dann gehen wir mal hoch. Irgendwo wird er da rumkrebsen. Oh! Gut, das war ein Glückstreffer. Manchmal braucht man ein bisschen Glück auch, gell? Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Ja, toll. Hast du Hunger? Wie jetzt? Ich esse doch gerade. Ja. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Natürlich. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Natürlich. Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Heiliger Bimbam. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Genau. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Warum ist er nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Was sind die Evox? Wer kennt denn die Evox noch? Schreibt es mir das mal in die Kommentare rein. Boah, das war noch eine Serie aus meiner Kindheit, würde ich mal behaupten. Sehr cool. Okay, wir haben ein Fluchtfahrzeug. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Genau. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okay, do.
Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Ja, nice. Oha. Okay. Wow. Oh. Oh, wenn ich das hier so sehe, das bringt mich instant auf eine Idee. Das bringt mich doch sofort auf eine Idee. 5 Fingerabdrücke angeordnet, ganz klar, meiner Meinung nach sieht das doch für mich ganz nach Zengarten aus, oder? Oder fühle das jetzt nur ich? Auch wenn ich nicht weiß, wofür, tatsächlich. Aber ich schaue jetzt mal, wo Aloman ist. Vielleicht löst sie dieses Rätsel ja gleich. Nanu? Ist der Aloman noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Ah, ja. Dann schauen wir halt einmal. Aha, da ist er doch. Hey, Alu. Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Mhm. Ach so. Positive Energie also. Ah ja. das... Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hier bleiben. Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich da eine ganze Kelle von... Ich habe eine Vision. Zu gut. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Mhm. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Aha. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Aha, ich glaube, ich hatte auch eine Vision. Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Ah ja, mit dem positiven Qi. Ist ganz wichtig, YouTube, schaut immer, dass ihr euer positives Qi in euch findet. Okay. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Ja, na sag Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht! Ich gehe dann schon mal. Bis später. So, ich habe mir da jetzt gerade vorhin ein Foto gemacht. Werde mal versuchen, diese Steinchen hier jetzt so anzuordnen. Das müsste dann theoretisch. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob der ganz unten ist. Also der muss ganz unten, der muss auf jeden Fall ganz oben sein. So. So. Und so. Ich denke, das müsste die richtige Reihenfolge sein. Was mir ein bisschen. Schauen wir mal, wir quatschen. Ich glaube nämlich noch irgendwie. Der Fernseher hat ja auch so Linien gemacht, ne? Hey, so wie man das aus den 10-Karten, Zehn-Garten ja auch kennt. Wie schön, dich zu sehen. Okay, kann auch nichts machen. Ich geh dann das heißt, mal. Das ist noch nicht fertig. Bis später. Sofern es richtig überhaupt ist. Da hinten gab es, wo war denn das Garten? Da hinten gab es irgendwo ein Rechen.
würde hier gerne in dem Garten, das hatte ich zu Beginn eigentlich schon vor, als ich das erste Mal die Hake gesehen habe, dachte ich mir, die ist so prädestiniert dafür. Ach, guck einer an, jetzt kann ich sie mitnehmen. Tja. Aber warte mal, stopp, kann ich die überhaupt verwenden, wenn ich im Garten bin? Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Super. Super. Ja nun? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Nein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Oh, wow. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich... Okay, sie macht aber immer das Gleiche. Warum kann ich denn nicht selbst was tun hier? Da kommt auch immer das Gleiche tatsächlich. Wow. Ah, jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Jetzt sind die Steine richtig, okay. Ja, jetzt. Jetzt haben wir's. Waren die Steine doch nicht ganz richtig. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das... Oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Ah, schön. Also ihr habt es gehört, der Alumann hat es euch gesagt. Jeder braucht seinen eigenen Chi. Also nicht vergessen, jeden Tag YouTube einschalten, ihr Lieben. Oder auch Twitch, je nachdem. Poki, Poki, Poki. So, da ist er schon. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Natürlich. Hast du eins? Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Aha. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich lauf ja schon. Kaugummi. Kaugummi gab's doch oben in der Cafeteria oder in dem Pausenraum. Das heißt, ich lock hier die Wache nochmal raus. Behaupte jetzt mal einfach. Wer war das? Ihr habt doch jemanden gehört hier. So, aber wo war denn dieser Pausenraum mit dem... Das war da oben, oder? Noch eins hoch, glaube ich. Ich glaube, das war da hinten bei den Toiletten. Bin mir nicht mehr sicher. Wenn ich sehe, hier müsste es gewesen sein. Jawollo. Also. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Nein! Buah. Alt und ungenießbar. Moment. Aha. Warum ist mir das vorher noch nicht aufgefallen, das Fenster? Was bis das erste Mal da war. Da kommt ja wirklich was raus. Oder es hat beim ersten Mal nichts anzeigt. Das kann auch sein. Buah. Der springt alt bestimmt und jetzt ungenießbar. Raus. Oh. Treffer. Was ist das? Eine Alarmsirene? Nun,
dankt uns das jetzt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Kann hier jemand einen Kaugummi sehen? Ich nehme ihn nicht. Doch, hier. Hier ist er. Yeah. Da ist ein wässriger Film auf dem Kaugummi. Entweder Jetzt. Das hatte schon mal jemand im Mund, oder es gibt hier Nacktschnecken. Ja. Nein, nein. Oder beides. Boah, jetzt dachte ich, oh Mann. Ich dachte schon, sie isst ihn jetzt wieder. Oh Gott. So. Danke, Edna. Was würden wir nur ohne dich machen? Ja, und nun? Können wir jetzt loslegen? Seid ihr bereit? Unser Job ist erledigt. Wir warten jetzt nur noch auf dich. Kann's jetzt losgehen? Wir warten nur noch, dass du das Haupttor aufbekommst. Okay. Ja, das bringen wir hin, ne? Da bin ich wieder. Ich mach mich dann mal an die Arbeit. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. So, na gut, auf zum Haupttor. Da haben wir ja schon vom Vorfeld schon rausgefunden, wie das geht. Sorry. Mein Hund macht gerade ein bisschen Randale. Wer ist da? Na warte, dich krieg ich! So, in den Spiegel. Hey, wo bist du hin? Tja, das würdest du wohl gern wissen, gell? Ich sollte noch irgendwas tun, damit der Wächter das Tor nicht gleich wieder schließt. Hä? Echt jetzt? Keine Zeit, fernzusehen. Keine Zeit, Radio. Was soll ich denn tun? Ich sollte noch irgendwas tun, damit der Wächter das Tor nicht gleich wieder schließt. Ich bin hier oben noch nicht ganz fertig. Ich sollte noch etwas tun, damit der Wächter das Tor nicht einfach wieder schließt. Aha. Warte mal, das ist ein Kabel. Moment. Mit bloßer Hand bekomme ich das nicht klein. Mit bloßer Hand bekomme... Ja, ich habe das Messer, so. Hey, was hast du getan? Das war's. Raus hier! Ja. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben! Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Oh oh. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Jetzt wird's wild. Die Garage. Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Verflucht. Nein, ist es jetzt Ihren Ernst? Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Ich finde ja gerade witzig, dass wir jetzt dieses Auto geklaut haben und mit dem gefahren sind. Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey?
Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Atme den süßen Duft frei. Oh nein, wir haben keinen Ketchup und keinen Senf mehr. Und ich befürchte, ihr habt zu wenig Ketchup und gesenft, weil es hat kein Achievement dafür gegeben. Oh Mann. Eins trauriger G. So, Autowrack, Kofferraum, Limousine, Tümpel. Ja nun. Tief und unergründlich. Ja. Brr, ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Es gibt kein zu kalt zum Schwimmen. Huhu. Wenn dort unten jemand mit einem Betonklotz an den Füßen ist, will ich es nicht wissen. Hier ist übrigens eine Autotür. Schauen wir uns auch gleich an. Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Aus den Angeln, aus dem Sinn. In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Sehr gut. Stichwort Unfallrekonstruktion. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Solide. Leer, bis auf ein Abschleppseil. Na schau, das nehmen wir aber mit. Ich nehme das Abschleppseil. Okay. Leer. Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Nein, Dr. Marcel wird stolz auf uns sein. Es ist kaputt. Damals war die Leichtbauweise noch nicht so entwickelt. Autowrack-Tümpel. Da können wir nochmal in die Limousine. Ah, aha. Hallo. Hast du alles gut überstanden? Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Hm. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Mhm. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren ans Steuer setzt. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Er versteckt das Herzass nach einem System, das nur er kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Sicher. Ja, leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst... Gibt es auch einen Preis? Sorry. Nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Die zweite von links? Sicher? Gleich die erste Karte? Sicher? Die dritte Karte? Sicher? Die letzte also? Sicher? Die dritte Karte? Sicher? Ja. Richtig. Cool. Zweite Runde. Gleich die erste Karte? Sicher? Ist das immer dasselbe Text? Die zweite von links? Sicher? Die dritte Karte? Sicher? Die letzte also? Sicher? Richtig. Okay. Dritte Runde. Gleich die erste Karte? Sicher? Oh Mann! Daneben. Oh Mann! Nächster Versuch. Die zweite von links?
Sicher? Hat die jetzt echt zweimal Glück? Daneben. Nächster Versuch. Jetzt bin ich unsicher. Die erste Karte? Sicher? Daneben. Gleich die App. Daneben. Okay, Mann. Ah. Daneben. Ah. Daneben. Okay, wow, das war wohl sehr, sehr lucky. Die dritte Karte. Richtig. So. Die letzte. Richtig. Und jetzt? Die zweite von links. Jawohl. Richtig. Du hast es geschafft. Nice. Autsch. Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Gut. Ich hab nicht einmal ein Achievement dafür, voll frech. Wenn ihr mich fragt. Okay, Karte raus. Okay, alles klar. Genug gespielt, ich muss los. Lass dich nicht aufhalten. Wow, irgendwie fühle ich mich jetzt besser. Erhaben, energetisch, richtig aufgeladen. So ein gewonnenes Spiel baut doch immer auf. Vielleicht ist es aber auch nur die statische Elektrizität an der Autokarosserie.